Die Premier League-Saison 22/23 ist ebenfalls beendet und auch zu der Liga habe ich natürlich vor der Saison eine Prognose hochgeladen, wer letztendlich auf welchem Tabellenplatz landet wird. Und deshalb gibt es nun die Reaction darauf und ich würde sagen, wir starten direkt rein. Ergänzend dazu muss ich natürlich sagen, das ist jetzt Stand heute, Donnerstag, 4. August, meine Meinung. Das Transferfenster ist natürlich noch offen, zum Beispiel ist jetzt Everton oder auch West Ham an Onana dran von Lille. Und wenn jetzt zum Beispiel zu Everton wechseln würde, würde es meine Prognose eigentlich stark verändern, aber ich habe jetzt mal Stand heute, was offiziell bekannt ist, die Prognose gemacht, zum Saisonstart auf jeden Fall und ich würde sagen, wir starten direkt einmal. Also ich sag's ja schon, mit Onana zu Everton ist tatsächlich dahin gewechselt und ich glaube, ich hätte sie dann höher getippt und ja, wir schauen einfach rein. Auf Platz 20 habe ich Bournemouth. Bei dem Aufsteiger ist es für mich eigentlich relativ klar, dass die wieder absteigen werden. Ich könnte mir auch gut vorstellen, dass die ziemlich abgeschlagen Letzter werden letztendlich. Die konnte nämlich ihre Mannschaft aus der Vorsaison zwar zusammenhalten soweit, aber außer mit Tavernier und Fredericks konnte man sich nicht wirklich weiter verstärken, was jetzt bei den anderen beiden Aufsteigern viel besser gelungen ist. Also Bournemouth auf 20 hat, glaube ich, fast jeder so getippt. Ich habe es ja gesagt, keine guten Transfers. Sie sind auch schlecht in die Saison gestartet, haben dann den Trainer entlassen, mit Gary O'Neill einen guten neuen Trainer geholt und sich auch in der Wintertransferphase ordentlich verstärkt, womit man dann halt eben letztendlich 15. wurde in der Tabelle, keine wirklichen Abstiegssorgen mehr hatte zum Ende hin und deshalb hier 5 Plätze Unterschied zwischen Prediction und Realität. Kommen wir zu Platz 19 und da habe ich direkt mal einen Kracher, denn das ist bei mir Everton. Man war nämlich letzte Saison natürlich schon im Abstiegskampf. Mit Lampard hat man einen meiner Meinung nach schlechten Trainer und ich glaube auch, dass der Kader größtenteils völlig overrated und über seinem Zenit ist. Man hat jetzt den Kader zwar ein bisschen verstärkt mit Tarkowski und auch vor allem McNeil, aber man hat halt eben auch den mit Abstand besten Spieler aus den Saisons davor mit Richarlison verloren, der sie dieses Mal dann eben nicht mehr vor dem Abstieg retten kann, wenn es nach meiner Prognose geht. Also Everton hatte ich auf 19, letztendlich haben sie sich am letzten Spieltag gerettet auf Platz 17, also gar nicht mal so weit weg. Und wie vor dem Video gesagt, ich wusste nicht, dass Onana beispielsweise dahin wechselt, dann hätte ich sie vielleicht auf 18, vielleicht auf 17 getippt. Aber die Tendenz war eigentlich schon richtig, nur dass sie eben in der Premier League drin geblieben sind und ich konnte ja auch nicht ahnen, wie früh sie sich von Lampard trennen, der ja erwiesenermaßen ein schlechter Trainer ist, hätten sie länger festgehalten, womit ich ja vor der Saison gerechnet hätte, dann wäre es vielleicht anders geendet, aber ja. Auf Platz 18, also auch noch einem Abstiegsrang, habe ich dann den FC Southampton. Die sehe ich eigentlich von der Qualität her, die sie mit einem James Ward-Prowse und weiteren Spielern haben, eigentlich nicht auf einem Abstiegsplatz. Aber ansonsten sehe ich halt auch niemanden, der wirklich absteigen könnte, weil wirklich so viel Qualität diese Saison in der Premier League auch bei den schlechteren Vereinen ist. Bei Southampton ist es halt so, dass sie meiner Meinung nach keinen Torwart mit der nötigen Qualität haben. Und die Neuverpflichtungen sind zwar alles interessante Talente, wie zum Beispiel Mara, Lavia oder auch Bella Kotschap von Bochum, aber die haben halt alle noch nicht unbedingt die nötige Erfahrung, die es braucht. Und deshalb sehe ich Southampton auf jeden Fall mit unten drin. Ja, Southampton tatsächlich am Ende auch abgestiegen, wie ich es vorhergesagt habe, aber dann doch recht deutlich als Schlusslicht. Ich habe es, glaube ich, gut getroffen, zu viele Talente, kein guter Torwart, hat man auch am Ende gesehen. Bersuno wurde dann auf die Bank verordert und ja, trifft es eigentlich ganz gut, dennoch 2 Plätze Differenz. Auf Platz 17, also gleichbedeutend mit dem Klassenerhalt, habe ich dann den Vorjahres-Zweitligameister aus Fulham. Die sind wie immer überzeugend aufgestiegen. Man hat mit Seri einen Stammspieler abgegeben, den man mit Joao Palhinha aber überragend ersetzt hat, denn der war einer der besten Sechser der portugiesischen Liga in den Jahren zuvor und wie wir wissen, ist die Umgewöhnung von der Liga aus Portugal an die Premier League nicht die schwerste, wie man eben an Beispielen wie Bruno Fernandes, Ruben Dias oder auch Luis Dias gesehen hat. Zudem hat man mit Fabio Carvalho 18 Torbeteiligungen und großes Potenzial an Liverpool verloren, dies aber durch Andreas Pereira und Solomon Gut und mit ein bisschen mehr Erfahrung ersetzt. Außerdem ist Neuzugang Bernd Leno ein Torwart internationaler Klasse im Kader eines Abstiegskandidaten und aufgrund der Verpflichtungen müssen sie den Klassenerhalt eigentlich irgendwie schaffen und ich traue es ihnen auch zu. Fulham habe ich nicht als Absteiger und also die Spieler und die Transfers habe ich, glaube ich, gut analysiert. Letztendlich wurde man 10. und war extrem stark, aber ganz ehrlich, die meisten haben die direkt wieder als Absteiger getippt nach dem Aufstieg. Ich habe ihnen zugetraut, dass sie drin bleiben
Und das ist eigentlich schon richtig von mir gewesen. Letztendlich ist die Differenz halt trotzdem 7 Plätze, weil sie extrem gut performt haben, besser als sogar ich erwartet habe. Auf Platz 16 habe ich den FC Brentford, die vor ihrem schwierigen zweiten Jahr in der Liga stehen. Sie haben natürlich Eriksen verloren, dafür hat man mit Hickey ein Top-Talent geholt, das auf jeden Fall sofort helfen wird. Die Kaderqualität ist zwar schlechter wie die der vorherigen Mannschaften, die ich genannt habe, aber Thomas Frank ist ein genialer Trainer, der ihnen durch sein taktisches Verständnis die nötigen Punkte sichern wird. Brentford auf 16, ja, ich dachte, das wird das schwierige zweite Jahr. Letztendlich haben sie dann nochmal eine herausragende Saison gespielt und wurden 9. Hatten sogar am letzten Spieltag noch die Möglichkeit für die Conference League sich zu qualifizieren. Und ja, einfach Respekt an Frank als Trainer für die Arbeit. Deutlich besser, wie ich es erwartet habe. Auf Platz 15 habe ich dann tatsächlich Wolverhampton, denn bei den Wolves sehe ich so einen kleinen Einbruch, da man letzte Saison leicht overperformed hat und mit seiner defensiven Spielweise viele Punkte aufgrund der starken Leistungen von Torhüter José Sarr geholt hat, der dies so wahrscheinlich nicht mehr ganz auf diesem ganz hohen Niveau bestätigen kann. Die Wolves also auf 15, in echt wurden sie 13., 2 Punkte vor Platz 15 und ich glaube, die Tendenz ist ja echt gut getroffen und viel mehr gibt es da nicht zu sagen. Auch der Punkt, dass José Sarr nicht mehr ganz so gut performen wird, ist eingetreten, also die Prognose war eigentlich echt stabil. Auf Platz 14 habe ich dann den letzten Aufsteiger im Bunde, die es ja tatsächlich nur über die Playoffs hochgeschafft haben. Aber für mich ist Nottingham Forest der Aufsteiger, der sich am besten und am meisten verstärkt hat. Man hat Awoniyi, Mangala, Niakate und Omar Richards aus der Bundesliga geholt. Zudem konnte man Dean Henderson als Torwart ausleihen, Nico Williams und Biancon kaufen, Jesse Lingard ablösefrei verpflichten und man hat mit O'Brien und Toffolo 2 der besten Spieler aus der zweiten Liga von Huddersfield verpflichtet. Nun gilt es vor allem für Trainer Steve Cooper, diese zahlreichen Neuzugänge passend in die Aufstiegsmannschaft zu integrieren. Dass man auf jeden Fall ein Favoritenschreck ist, hat man schon letzte Saison im FA Cup gezeigt, als man Arsenal und auch Leicester besiegen konnte und letztendlich nur knapp an Liverpool scheiterte. Nottingham auf Platz 14, sie wurden 16., auch hier nur 2 Punkte hinter Platz 14. Ich glaube, das habe ich letztendlich recht solide und gut getroffen. Auf Platz 13 sehe ich dann Leeds United. Ich glaube, Jesse Marsch wird bei Leeds als Trainer weiter gut funktionieren und nichts mit dem Abstiegskampf zu tun haben. Seit er da ist, hat er ohnehin schon gut mit dem vorhandenen Kader gepunktet und trotz der Abgänge der 2 wichtigsten Spieler mit Rafinha und Phillips traue ich ihnen auf jeden Fall eine Steigerung zu, da der Kader mit Aaronson, Adams und Christensen mit Spielern aus dem RB-Kosmos verstärkt wurde und noch Mike Rocca und Luis Sinisterra, dem ich übrigens eine ähnlich gute Entwicklung wie Rafinha zutraue, gut in das von Marsch praktizierte RB-System passen. Bei Leipzig ist er daran gescheitert, dass der Kader nicht optimal zum System passte, nun ist das anders und ich traue Leeds eine gute Premier League-Saison zu. Nein, war leider falsch. Marsch ist gescheitert. Vielleicht hätte man länger an ihm festhalten sollen, aber letztendlich war auch der Kader zu schwach. Man hat zu wenig Punkte geholt und ist als 19. abgestiegen. Also ja, schon eine kleine Fehleinschätzung, auch wenn der Saisonstart eigentlich recht vielversprechend war. Auf Platz 12 habe ich dann Brighton & Hove Albion. Mit Bissouma hat die Mannschaft um Trainer Graham Potter, der dafür bekannt ist, das Beste aus seinen Spielern herauszuholen, einen der wichtigsten Spieler verloren. Entscheidend für die Saison ist zum einen, ob Cucurella gehalten wird. Im Moment sieht es eher schlecht aus, aber es ist noch nichts bestätigt. Und inwiefern der Deutsche Dennis Undav sich an die Liga anpasst. Denn Brighton ist dafür bekannt, sich einen hohen Expected Goals Wert zu erspielen, aber aufgrund abschlussschwacher Stürmer, wie zum Beispiel Mopay oder Welbeck, nur wenige Tore daraus zu machen. Also bei Brighton muss man sagen, da ist ja echt viel passiert. Potter wurde nicht entlassen, er ist zu Chelsea. Man hat De Zerbi geholt und der ist absolut eingeschlagen. Und man wurde letztendlich 6. Brighton ja auch so mit der Verein, wo ich am meisten Fan bin oder Sympathisant bin, sage ich jetzt mal, in der Premier League. Also schon vor der Saison, nicht erst jetzt, wo sie Erfolg haben, so richtig. Und ja, da ist viel passiert. Letztendlich sind sie 6 Plätze besser, wie ich es erwartet habe. Freut mich, auch wenn der Tipp in die Hose gegangen ist. Letztes Jahr 12., dieses Jahr 11. ist für mich Crystal Palace. Das Team von Patrick Vieira sehe ich nächstes Jahr ähnlich gut, vielleicht ein bisschen besser, da man fürs Tor Nationaltorwart John Stone aus der zweiten Liga geholt hat, Chris Richards von Bayern, man hat keine namhaften Abgänge zu verzeichnen und mit Jake Ducouré von Laws hat man einen der besten reinen Sechser der Vorsaison geholt, der erst 22 Jahre alt ist und noch einiges an Potenzial mitbringt. Außerdem hat man weiterhin Topspieler wie Zaha und auch Top-Talente wie Olise zum Beispiel. Ja, von den Spielern her teilweise richtig getroffen, teilweise nicht. Johnstone zum Beispiel erst zum Ende hingespielt. Aber Platz 11 ist eine Punktlandung, wie ich gerade gemerkt habe. Und ich glaube, das habe ich echt, ja, gibt es nicht viel zu sagen. Perfekt getroffen, gut eingeschätzt. Auf Platz 10 wurde bei Aston Villa der ohnehin schon gute Kader mit Kamara und Diego Carlos nochmals verbessert. Nun gilt es auf jeden Fall für Trainer Steven Gerrard, dies auch auf den Platz zu bringen, was ich ihm in etwa auf Höhe von Platz 10, also im Tabellenmittelfeld, zutraue.
Ja, Aston Villa auf Platz 10. Ich bin ja davon ausgegangen, dass Steven Gerrard der Trainer bleibt. Letztendlich hat man eben Emery geholt, der ein besserer Trainer auf jeden Fall ist. Dementsprechend war die Richtung eigentlich gar nicht so schlecht von mir, aber sie haben es dann echt noch besser gemacht und wurden letztendlich Siebter und spielen somit in der Conference League, beziehungsweise erstmal in der Quali nur, aber das sollten sie packen. Bei Leicester City auf Platz 9 ist die Lage so ein bisschen schwierig, denn ich habe mir zweimal was aufgeschrieben, aber seitdem wurde Kasper Schmeichel an Nizza verkauft und im Moment sieht es auch so aus, als könnte mit James Maddison der beste Spieler von Leicester zu Newcastle wechseln. So an sich würde ich dem Kader auf jeden Fall viel zutrauen, dass die auch so um Platz 7 mitspielen, aber man hat halt einfach keine Neuzugänge geholt und auch aufgrund dessen und aufgrund der Unruhe jetzt mit den Verkäufen nehme ich bei Leicester keine wirkliche Aufbruchstimmung bzw. Vorfreude auf die neue Saison wahr und so sehe ich sie im Tabellenmittelfeld auf Platz 9 letztendlich. Also eigentlich habe ich es echt gut gemacht, dass Leicester underperformen wird, also schlechter wie man es erwartet. Letztendlich haben sie viel schlechter wie erwartet performt und wurden 18. und sind aus der Premier League abgestiegen, also tatsächlich 9 Plätze schlechter, wie ich es prognostiziert habe. Aber ich glaube, das haben die wenigsten kommen sehen in so einem Ausmaß. Klar, so ein bisschen habe ich schon erwartet, dass sie schlechter werden, deswegen nur 9, aber dass sie absteigen, war echt überraschend. Auf Platz 8 habe ich dann tatsächlich eine Mannschaft, die sich ja über die letzten 2 Jahre in der Top 7 so etablieren konnte, aber nun habe ich sie auf 8, nämlich West Ham United. Mit Neuzugang Scamacca kann ich mir gut vorstellen, dass man einen guten Run in der Conference League hinlegt, aber in der Liga dann ein bisschen schwächelt aufgrund der Dreifachbelastung ja. Und dann am Ende nur Platz 8 erreicht. Ich habe es doch eigentlich gut gesagt. Aber sie haben halt in der Liga deutlich schlechter performt, sind in der Conference League im Finale, in der Liga jetzt letztendlich 14. geworden. Ich habe sie auf 8 getippt, leider ein bisschen zu hoch. Denn knapp vor West Ham sehe ich auf Platz 7 Newcastle United. Ja. Man ist kadertechnisch zwar schwächer als West Ham aufgestellt, aber letzte Saison war man Rückrundendritter und hat sich mit Eddie Howe als neuem Trainer stetig verbessert. Weitere Upgrades hat man nun auf der Torwartposition mit Pope getätigt und auch mit Botman als Innenverteidiger. Und ich denke, man wird die Entwicklung fortsetzen, auch falls man jetzt niemand weiteres mehr verpflichtet. Wie gesagt, James Maddison ist im Gespräch. Also Newcastle auf 7, ganz ehrlich, finde ich einen soliden und guten Tipp. Viele haben die gar nicht mal in den Top 7 gesehen. Ich habe das Ganze schon erkannt. Sie haben dann letztendlich sogar noch besser performt und wurden letztendlich Vierter, Spiel und Champions League. Aber von der Richtung her auf jeden Fall kein schlechter Tipp von mir. Auf Platz 6 wird es bei mir auf jeden Fall auch ein bisschen kontrovers, denn da habe ich Chelsea. Die haben letzte Rückrunde schon stark nachgelassen und werden sich, denke ich, auch diese Saison ohne Rüdiger schwer tun, auch wenn der durch Koulibaly gut ersetzt wurde und Sterling im Vergleich zu Lukaku, denke ich mal, auf jeden Fall einschlagen wird. Aber ansonsten hat man sich halt im Vergleich zur Konkurrenz nicht weiter verstärkt, zumindest Stand jetzt. Aber aus diesen Gründen halt sehe ich Chelsea derzeit nur auf Europa League Platz 6. Ja, ich glaube, man könnte hier wirklich alle Prognosen von vor der Saison durchschauen. Ich glaube, niemand hätte Chelsea unter Platz 6 getippt. Ich bin da, glaube ich, schon extrem tief im Verhältnis zu anderen, weil vor der Saison sah es eigentlich noch echt gut aus, sage ich jetzt mal, im Vergleich zu jetzt. Man hatte Tuchel als Trainer, dann kam Potter, dann Lampard und am Ende wurde man 12. und hat richtig reingeschissen. Für mich letztendlich 6 Plätze Differenz, auch wenn ich glaube, dass ich da sogar noch echt gut dabei bin im Vergleich zu anderen Prognosen. Einen Platz weiter auf Platz 5 habe ich dann Arsenal. Die haben von den Stammspielern der Vorsaison nur Lacazette verloren und den mit Gabriel Jesus sehr gut ersetzt. Zudem hat man mit Zinchenko und Fabio Vieira weitere technisch versierte und vor allem flexible Spieler geholt, die Trainer Mikel Arteta viele Möglichkeiten und eine gute Kaderbreite geben. Arsenal auf 5, ja, sie haben lange um die Meisterschaft gespielt, wurden dann Zweiter am Ende. Das habe ich nicht kommen sehen, dass sie so gut performen werden. Ja, passiert. Dennoch, auch wenn Arsenal gut aufgestellt ist, habe ich auf Platz 4 Manchester United. Ich sehe sie eigentlich so in etwa auf Augenhöhe mit Arsenal, aber mein Gefühl sagt halt einfach, dass Erik ten Hag bei United richtig einschlagen wird, nach anfänglichen Schwierigkeiten zu Saisonbeginn. Ja. Mit Lisandro Martinez, Eriksen und Malasia hat er gute Ergänzungen für den Kader erhalten und wird aus diesem taktisch das Bestmögliche herausholen und laut meiner Prognose letztendlich in die Champions League einziehen. Gut. Also ich sag sogar, mit den anfänglichen Schwierigkeiten und dann letztendlich Champions League, man wurde dann am Ende Dritter, zwar hinter Arsenal, aber vom Ding her echt gut getroffen, nur ein Platz Unterschied zur Realität. Platz 3 ist eigentlich genauso klar, wie das Bournemouth letzter wird und es hat auch... Nein, hab ich das echt gesagt, Mann.
jeder Prediction. Ich glaube, ich habe niemanden gesehen, der einen anderen dritten Platz hat. Und es ist bei mir auf jeden Fall Tottenham. Ich muss sagen, ich habe lange überlegt, schon vor den meisten Transfers und zum Ende der letzten Saison, ob ich bei dieser Prognose Tottenham als Meister tippe. Aber die anderen zwei sind einfach zu stark. Und die Transfers von Tottenham sind zwar auf jeden Fall gut und gute Verstärkungen, aber jetzt nicht so gut, dass man ernsthaft Chancen auf den Titel hat. Bissouma, Richarlison, Perisic, Jet Spence und Longley sollen der Mannschaft von Antonio Conte helfen, möglichst erfolgreich zu sein. Ich sehe sie auf jeden Fall mit großem Abstand nach vorne, wie auch nach hinten, sicher auf dem dritten Platz, so ziemlich ähnlich wie Chelsea im letzten Jahr. Nee, also ich muss sagen, zur Verteidigung unter Conte sah das echt zu Beginn vielversprechend aus. Letztendlich ist er gescheitert, vielleicht auch so ein bisschen aus persönlichen Gründen. Dann kam eben kein wirklich neuer Trainer, einfach seine Co-Trainer. Keine Ahnung, was bei Tottenham passiert ist. Eigentlich sah es ja trotzdem lange noch gut aus, dass man vielleicht Vierter wird. Am Ende ist man dann halt eben Achter geworden und spielt nächstes Jahr nicht europäisch und hat es komplett verkackt. Aber ganz ehrlich, wenn man vor der Saison geschaut hat, hat es glaube ich keiner so kommen sehen. Kommen wir zu Platz 2 und ja, jetzt ist die große Frage, wer wird Zweiter, wer wird Erster? Ihr wisst natürlich die beiden Vereine. Ich habe jetzt einfach mal auf Platz 2 Manchester City, aber für mich war es eher so ein 50-50-Ding, ob ich jetzt City oder Liverpool nehme. Am Ende habe ich mich dann eben für City entschieden, da ich glaube, dass Haaland mehr Zeit brauchen wird, in das Spielsystem integriert zu werden. Auch wenn die Ansätze von ihm beim Community Shield letzten Samstag gegen Liverpool schon mal vielversprechend waren und ich auch glaube, dass er auf lange Sicht auf jeden Fall eine Verstärkung für City darstellen wird. Zudem hat man mit Phillips einen perfekten Backup für mehrere Rollen im Mittelfeld und mit Julian Alvarez ein Riesentalent dazu bekommen. Mein Platz 1 ist der Liverpool Football Club. Vielleicht ist es auch so ein bisschen eher mein Wunsch, aber ich denke, dass Nunez weniger Anlaufzeit wie Haaland brauchen wird. Wie ich vorhin eben schon meinte, mit der Ähnlichkeit der portugiesischen und der englischen Liga werden sich Spieler aus der Bundesliga zu Beginn oft schwer tun, wie zum Beispiel eben Jadon Sancho oder auch viele weitere. Und daher traue ich Klopp zu, das zweite Mal die englische Meisterschaft vor Pep zu holen. Ja, Meisterfrage, kläglich gescheitert, sage ich jetzt mal. Mit City liege ich um einen Platz falsch. Da habe ich es eigentlich ja mit Haaland, dass er letztendlich einschlägt, gut getroffen. Darwin Núñez hätte ich echt erwartet, dass er besser einschlägt. War eine Fehleinschätzung von mir. Generell Liverpool zum Ende hin noch die Kurve bekommen. Aber letztendlich natürlich trotzdem 4 Plätze Unterschied zur Realität, wo man nur Fünfter wurde und nur Europa League spielen wird nächste Saison. Letztendlich komme ich auf eine Summe von 80, was die Differenz der Plätze von meinem Tipp und der Realität angeht. Ist, glaube ich, schon eher schlecht. Geht natürlich schlechter. Viele Mannschaften habe ich die Tendenz eigentlich gut. Oft war es auch so ein bisschen durch eine Trainerentscheidung, wo es dann gegensätzliche Entwicklungen gab, sei es positiv oder negativ. Ja, war nicht meine beste Saison, was die Premier League angeht, muss ich ganz ehrlich sagen. Eine Punktlandung mit Crystal Palace. Ansonsten habe ich natürlich Leicester komplett verkackt, wie aber auch die meisten. Fulham, Brentford auch nicht ganz so gut. Auch West Ham und Chelsea, also ja, war schon nicht ganz so gut. Aber mal schauen, vielleicht wird es nächste Saison besser. Lasst auf jeden Fall gerne ein Like und ein Abo da, wenn es euch gefallen hat. Schreibt mir auch gerne mal eure Prediction, falls ihr eine hattet von vor der Saison, in die Kommentare, was da so richtig oder falsch war. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Haut rein und ciao.